Recht herzlich willkommen zur 220. Folge von Towns. Ja, wir hatten hier unten Neues aufgetan, wie wir hier sehen, aber The Burning Pad, oder wie hieß er, ist hier das neueste Tier. Den Vampir hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und hier den Were Tiger, keine Ahnung, wie er sich da ausspricht. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Guck mal, der läuft da oben lang dann. Gut, okay, wir hatten aber unten aufgemacht für Helden, die da aber noch nicht sind. Hier werden irgendwo die Helden am Rumlaufen sein und gerade irgendwen schlagen, weil man hört da die passenden Geräusche. Ah, hier läuft's, aber hier gibt's auch schon einen Vampir. Und jetzt ist die Frage, wer ist da gestorben? Ein Held oder... Ja, aber wohl doch nicht so einfach, ne? Wo ist denn der Korps? Knight. Es war wohl ein Ritter. Also ein... Sag schon, ein Held war es wohl, würde ich sagen. Okay, dann heißt das sozusagen, dass die hier unten nicht gerade mal eben, ne, Erfolge verzeichnen können, wenn da einer gestorben ist. Okay. Ist das ein Held? Weiß ich nicht. Der läuft so schnell, da komme ich nicht nach. Ne, ich glaube, das ist einer von unseren Leuten, ne? Bin gespannt, wo er hingeht, was er macht. Ah, er hat sich eine Kugel geholt. Das ist jetzt aber nicht ein Träger, ne? Komm, wir machen mal gerade Pause. Ah, das ist eine Brustplatte, okay. Das ist ein Bergmann, der da falsch geschrieben immer noch ist. Ja, gut. Ja, das haben wir erstmal. Gehen wir mal gerade hoch. Und wir haben hier noch so Zwischenwände, die wir noch gezogen haben. Und gucken wir mal, wie weit die sind. Ah, da können wir noch was nachlegen. Das machen wir doch erstmal. So. So. Und so. So, der Raum ist fertig. Diese sind alle fertig. Ja, ja, klar. Aber hier geht keiner runter, also fehlt's da noch, aber sieht man so schlecht hier, ne? Gut, dann machen wir das mal. Ah, jetzt wird's auch hell, dann sieht man das vielleicht auch besser. Oh Gott, jetzt ist das schief gelaufen. So, jetzt passt's wieder. Das Schaf. Die beiden. Die dahin. Da kommen auch schon die Steine. Hier fehlen auch noch zwei. Hier fehlt die ganze Reihe. Also wir haben die Shift-Taste wohl nicht erreicht, oder es war zu oft, das hatten wir auch schon mal, glaube ich. So, passt erstmal wieder. Die haben was zu tun. Eigentlich müssen wir... Guck mal, nach dem haben wir schon alle abgelöst. Okay. Ach so, warte mal. Da war doch was mit der Decke, ne? Aber das haben wir schon erledigt, ne? Ja, genau. Aber woanders haben wir das Problem nicht mehr, ne? Dass wir da irgendwo sowas fehlgebaut haben. Ne, ich glaube nicht. Guck mal, hier hinten sind schon schöne Zimmer. Aber die restlichen Sachen, die können wir dann auch mal einrichten, ne? Dann gehen wir doch mal zu den Einrichtungsgegenständen und stellen da ein paar Betten hin. So, das bedeutet, das Bett sollte dahin, oder? Das haben wir. Und da haben wir noch gar nichts. Achso, wir können das erstmal umdrehen. F war's. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann machen wir da erstmal einen und das machen wir ein Doppelzimmer raus, ne? Fertig. Gut, dann brauchen wir vielleicht noch einen Schrank. Und so einmal das F. Da einer hin, da einer hin, da einer hin. Und da auch. Dann haben wir die Schränke. Jetzt brauchen wir noch eine Truhe. Gibt es hier nicht. Das Deko-Teil.
Dann gehen wir einen Schritt zurück und machen erstmal die Lichter an. Da, da, dort, dort, haben wir schon, dort, dort. Ach, guck mal, hier hat es zwei Schränke auf einmal gegeben, sehr interessant. Das hat ja gut geklappt. Dann brauchen wir die Deko-Kiste, die da hinkommt. Na ja, war so. Da kommt die Deko-Kiste hin und da kommt sie auch hin. Das haben wir dann. Was fehlt noch? Die Blume. Die steht einfach in der anderen Ecke, ne? Kisten kommen schon. Schränke kommen auch. Der wird nicht weg. Wieso ist denn das doppelt? Zweimal doppelt. Okay, da ist das so. Die sind also beschäftigt. Hier unten hat es auch wieder mit dem Stein nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Wieder einer zu viel oder was? Okay, gehen wir da mal erstmal wieder rein. Und der wird noch belegt. Hat auch funktioniert. Hier fehlt noch was. So, ich glaube, dann ist das schon fertig. Bis auf diesen und den Stein. Und da fehlt auch nur noch einer. Sollte klappen, ne? Achso, den hat er da gerade weggeholt und hat den da eingebaut. Super. Soweit, so gut. Also hier ist irgendwas nicht. Fehlt da einer? Ich glaube, da fehlt einer, genau. Dann haben wir das auch. Da müssten wir mal ein paar Türen bauen. Türen waren unter Werkzeuge, oder? Ne, da waren die Treppen. Dann sind es auch Möbel. So, dann machen wir aber hier oben zuerst. Ne, die Türen sind schon da. Die auch. Ja, dann gibt es hier Türen, ne? So, hier müsste man mal gucken, was man da für einen Raum noch macht. Weiß ich auch nicht. Da geht auf jeden Fall noch was. Gut, das haben wir. Dann können wir noch ein paar Dinge machen. Ja, es ist noch ein paar Mauern ziehen hier hinten. Hier können wir noch was erweitern. Ah, gut, da haben wir jetzt gerade irgendwas Falsches, nämlich eine Tür gebaut. Dann machen wir die nochmal weg. 4. Ja, können wir eigentlich bis dahin durchziehen, weil dahinter passiert auch nichts mehr, ne? Ja. Na, da hat es auch mit der Tür nicht geklappt. Keine Ahnung, warum das mit den Türen nicht immer klappt. Warum da zwei bestellt werden oder so. Weiß ich auch nicht. Hier gibt es schon Licht. Ach so, die Kerze hätten wir. Ist aber auch egal. Sollte eigentlich in die Zimmerecke. Naja, was macht er da? Oh, ist Pause, ne? Oder? Ja. Gucken wir doch mal schnell nach, was für ein Angriff das ist. Okay, ein paar kleine Spinnen kommen wir mit klar. So, aber wir waren hier. Dann gehen wir wieder hoch. Die Türen sind alle schon drin gewesen. Okay, hier werden neue gebaut. Jetzt wird die Tür da gar nicht genommen, so wie das aussieht, ne? Dann machen wir das doch mal hier so, dass wir da noch eine Tür hinpflanzen. Und da auch eine. Vielleicht wird die dann auch weggenommen. Ja, passiert schon. Hier ist ein Stein, der da gar nicht hin soll, oder? Ne. Unlock.
Ja, soweit sieht's gut aus, ne? Da fehlt noch einer. Da läuft eine neue Tür durch die Gegend. Auch sehr schön. Funktioniert erstmal alles, oder? Jetzt brauchen wir mehr Licht. Hier könnten wir noch ein paar Räume deklarieren. Wo sind das da? Personalräume, ne? Die Tür läuft jetzt noch da hinten. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir das hier machen. Ja, da haben wir schon. Passt, ne? Da ist es irgendwie abgewählt. Und den Raum auch noch. Jetzt habe ich natürlich die Shift-Taste nicht gedrückt gerade. Alles aber auch noch in Griff. Alles Personalräume. Ach, hier habe ich Shift-Taste wieder nicht gemacht. Ah. Passt. Oh, da kommt ein Händler rein. So, den haben wir noch. Den haben wir noch. Und den haben wir auch noch. Hier gibt es auch noch einen Raum. Und der Raum ist ein großer Personalraum für zwei Personen, ne? Oder wie wir das weiterlaufen lassen. So, jetzt haben wir alle durchgezogen, ne? Da ist irgendwie das Treppenhaus, da müssen wir nochmal genau gucken nachher. Aber erstmal ist gut. Steine laufen dann noch durch die Gegend. Ich weiß nicht wohin. Ah, da fehlt noch auf jeden Fall einer. Der ist fertig und da fehlt auch noch was. Ne, da ist eine Tür. Ich glaube, steinmäßig sind wir. Ach, hier vorne können wir noch weiteres setzen. Da sind wir noch ein bisschen im Rückstand, in Anführungsstrichen. Oh. Ich glaube, so ist richtig, ne? Passt. Läuft. Dann sind wir da fertig mit Mauern bauen. Haben wir erledigt. Gut. So, jetzt ist der Händler da. Jetzt gucken wir da gerade einmal rein. Das ist einer mit Essen. Ja, da können wir 2, 3, 4 Beeren abgeben. Können wir 6 Äpfel abgeben. Radieschen. Ein Getreide geben wir ihm noch. Und dann haben wir nichts mehr. So, was wollen wir von dem haben? Gucken wir nach ganz unten, was es Schönes gibt hier. Als fertiger Braten, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hier, die nehmen wir auf jeden Fall, weil die können wir ja nicht anpflanzen. Bananen haben wir selber. Radieschen haben wir auch. Bieren. Jungle Mushrooms. Und dann nehmen wir die noch dazu und alles ist gut, oder wie ist das? Händler ist gleich zufrieden. Da kommt der leckere Rollbraten hier noch, oder was auch immer ist. Zucker, Fisch. Was ist das? Raw Food Barrel, okay. Ja, das war's. Tauschen, fertig. Bitte einmal abliefern, ne? Ja, gut. Haben wir das. Lassen wir schon laufen? Ne, ne? Jetzt läuft's. Okay, damit sind wir durch. Achso, das ist ein erleuchteter Flur, deswegen sieht das so aus wie diese Wand hier. Alles klar, passt schon.
Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Runde erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.